Also es ist jetzt Rehfleisch aus unserer eigenen Jagd, was meine Eltern immer mitbringen. Wir versuchen hier recht saisonale und heimische Produkte im modernen Stil zu kombinieren. Ich mache zu dem Rehrücken im Speckmantel ein Ananas-Kürbis-Chutney. Zum Aromatisieren benutze ich immer frische Kräuter. Da der Speck schon ziemlich viel Salz vom Räuchern intus hat, würze ich das Ganze wirklich nur noch mit frischen Kräutern und ein bisschen geschroteten Pfeffer. Das Chutney bringt auch nochmal viele Geschmäcker mit sich und dadurch will ich gar nicht mehr so viel würzen. Damit das Ganze auch ein bisschen Pep bekommt, habe ich hier ein bisschen Chili. Da würze ich erstmal vorsichtig mit, damit es hinterher nicht zu scharf wird. Immer wieder die Fingerprobe machen, drücken. Wie man sieht, ist das schon fast fertig.